Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial über die 737-700 von PFDG, heute mit dem Thema Taxi. Zum Thema Taxi vielleicht noch zwei, drei Dinge, die wichtig sind. Das eine sind die Speeds, also die Geschwindigkeiten beim Taxi. Bei scharfen Kurven oder engen Kurven Maximum 10 Knoten, im Bereich der Apron Maximum 15 Knoten. Gerade Taxiways Maximum 30 Knoten und die Taxi Speed auf einem Runway, zum Beispiel bei einem Backtrack, Maximum 50 Knoten. Zudem schauen wir, dass die Centerline des Taxiways sich immer in der Mitte zwischen dem Hauptfahrwerk befindet und deswegen müssen wir auch darauf achten, dass wir mit der Nase ein wenig über die Taxi Centerline hinaus gehen, damit dann eben die Centerline des Taxiways sich zwischen dem Hauptfahrwerk befindet. Gut, wir gehen ins Cockpit. Wir haben den Push and Start gemacht, befinden uns auf dem Foxtrot Taxiway, gehen nach vorne, dann links abbiegen auf den Taxiway Alpha, rechts hoch zum Holding Point Delta One. Runway Turn Off Lights on, Taxi Lights on, Parking Brake Release. Und dann ganz kurz über die 70% gehen mit dem Schubregler. Dann würde die Takeoff Warning kommen, falls mit dem Setting für den Takeoff etwas nicht stimmen sollte. Ihr müsst aber die Parking Brake gelöst haben, weil wenn ihr die anzieht und den Schubhebel nach vorne bewegt, dann kommt eben dieser Warnton, hat aber mit dem Takeoff-Setting an und für sich eigentlich nichts zu tun, sondern der kommt, weil eben die Parkbremse noch angezogen ist. Also die lösen, dann kurz über 70% wieder reduzieren, auf Idle zurücknehmen und dann Maximum 40% geben, um mit dem Taxi zu beginnen. Wir gehen kurz hoch, No Warning, zurück auf Idle. Geben so zwischen 30 und 40% Schub. Wieder auf Idle zurück. Wir haben aktuell 9 Knoten Ground Speed. Das sehen wir hier. Und damit die Taxiway Centerline eben sich immer in der Mitte vom Hauptfahrwerk befindet, holen wir hier ein wenig aus. Und rollen jetzt auf dem Taxiway Alpha zum Holding Point Delta One. Wir können jetzt den Speed erhöhen auf Maximum 30 Knoten. Auch wieder schauen, dass wir nicht über die 40% Schubkraft gehen. Erhöhen mal auf 20 Knoten. Und jetzt könnten wir eigentlich auch das Takeoff Review machen. Wir starten von Piste 24 aus, vom Captain Seat. Flaps 5, Flaps 5, 5 Green Lights, Noise Abatement, Departure Number 2, PAX Auto, Bleeds On, NTIs Off, Takeoff Speeds, V1 126 Knoten, Rotate 128 und V2 135 haben wir hier auch im MCP gesetzt. Wir haben einen Initial Climb von 6000 Fuß. Und hier bei der Stopplinie ist das Seitenfenster ein gutes Hilfsmittel. Da einfach schauen, dass die Stopplinie so etwa in der Mitte des Seitenfensters habt. Dann steht ihr genau richtig. Schaltet dann die Taxi Lights auf Off. Parking Bremse setzen. Wir haben noch ein Engine Out SID Procedure. Falls wir einen Triebwerksausfall hätten beim Start, würden wir 25 Meilen wegfliegen, auf 6000 Fuß steigen und dort in das Holding gehen. Den Squawk Code haben wir
ersetzt, Squawk 2000 und den Transponder auf Alt Off, Flaps Set 5, Trim 6,6 Set before Takeoff Checklist completed. Das war's soweit. Beim nächsten Video geht es um den Takeoff und den Initial Climb. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.